Hallo und herzlich willkommen wieder bei Far Cry. Ja. Ne, dann machen wir mal weiter. Also in der letzten Folge, das ging mir jetzt gehörig auf den Ast. Hallo? Auf die Straße, ich mach den Rest. Wir wurden von einem Heli. Untersucht, liebevoll. Wurden gefunden und dann haben wir den abgeschossen. Dann flog der genau auf unser Missionsziel. Jetzt dürfen wir die Mission, dürfen wir nochmal hinfliegen. So ungefähr. Das war so richtig, einfach mal so richtig schön ins Gesicht gerotzt. Habe ich mich gerade gefühlt. Egal, muss man halt durch. So, jetzt aber. Jetzt Salat. Feldsalat. So. Einmal landen bitte. Dankeschön. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch eine Mission natürlich anfangen. Unterwegs, gib mir Deckung. Ich bin gespannt, was das für eine Mission wird. Luftangriff. Der WT, Tim hier. Hör zu, die Peggys fahren mit Tankwagen rum und klauen sich den ganzen Treibstoff. Wahrscheinlich bleiben Fliegt sie einen hinterher. Angriff. Halte die Augen offen. Und wenn du sie findest, bombe sie zurück in die Steinzeit. Machen wir. Aua! Ist nicht dein Ernst, oder? Uns verfolgt jetzt nicht gerade ein Heli. Alter, jetzt bin ich sauer. Da vorne sind sie. Nee, das ist unsere Kollegin. Naja, vielleicht kann unsere Kollegin da ein bisschen was ausrichten. Okay, wir bomben die Leute. Einfach mal so nebenbei. Oh mein Gott. Das Ding ist zu steuern wie einem sonst sowas. Sauber anvisiert! Oh oh. Das ist ja noch ein Silo. Wir werden ganz viel Glück haben. Sorry. Ich höre den Funkverkehr der Peggys mit. Feuer klar. Sie haben dich durchschaut, Deputy. Er scheint zwei haben weitere sie? Tankwagen zu geben und die wollen sie aus der Schusslinie bringen. Lass ihn nicht entwischen. Nee, nicht mit uns. Aber das Fliegen macht hier mega Spaß. Okay, wir müssen ein bisschen höher. Weil wir echt niedrig sind. So, also hier hinten. Oh, da hinten ist gleich noch ein Silo. Also ihr merkt, das mit den Silos ist gar nicht mal so schwer. Ah, ich glaube, ich komme noch nicht so ganz ran. Weg ist es. Und jetzt hier. Da! Ah, Shift war's! Oh Gott, wir brennen schon. Das ist ja mal gar nicht gut. Das war nicht meine Idee. Oh, jetzt ist es weg. Klasse! Wer weiß, wo sie den Tankwagen geparkt hätten. Aber darüber müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Weiter so. Okay, beim nächsten werde ich aus sicherer Entfernung fliegen. Aus sicherer Höhe. Weil unser Flugzeug fühlt sich nicht mehr so gut an. Ah, da ist die Tankstelle. Oder eine der Tankstellen. Okay, die fahren da hinten auf der Strecke. Das ist gut. Die kriegen wir. Okay, wir müssen uns öfter dieses Flugdingens hier ausleihen. Hab sie im Visier! Sehr gut, dass du sie im Visier hast. Ich nicht. Oh, waren die etwa da? Wow! Unser Motor qualmt ganz schön, würde ich sagen, ha? Ich glaube, ich treffe die nicht so gut, wie ich gerne würde. Hi! Okay. Und hoch. Au! Okay.
bemerke, nicht einfach drauf losfliegen. Nicht einfach auf die drauf, sondern man muss schon zielen. Das kann nicht mal so einfach mit so einem Ding, ey. Ich hätte ja vielleicht das mit den Fahrzeugen reparieren können, haben können, wollen sollen. Ich meine ja nur. Deputy, es gibt ein Problem. Hä? Offenbar hat die Sekte einen Aufklärungshelikopter in der Luft, der die Stützpunkte des Widerstands ausspioniert. Du musst ihn abschießen, bevor sie zum Angriff übergehen können. Okay. Mach mal. Jerome ist selbstsüchtig und fehlgeleitet. Mhm. Und wenn er wirklich ein Mann Gottes wäre, hätten ihn seine Leute nicht verlassen. Steigen nichts Flugzeug. Du, Deputy, wirst deine Sünden bekennen. Alter, das Ding ist ja ewig weit weg. Kriegt die auch so runter, wenn es sein muss. Aber ist das jetzt einfach Mission? Ist das die Mission einfach nur weiter? Also... Ich meine, ist das jetzt einfach nur die Mission weitergespielt? Ich bin verwirrt. Und da kommt was endlich. Na, da oben wird gefeuert. Ah, oh, ich will ein Moped. Entschuldigung. Darf ich? Oh. Ich habe ihm, glaube ich, was kaputt gemacht. Ich will das Moped doch nicht. Okay. Aber wir zerschießen immer mehr von diesen Dingern. Uns fehlt ein Mann. Ich glaube, der ist mit in die Luft gegangen vorhin. Kann das sein? Ja, aus Versehen? Ah ne, Moment. Wir nehmen nicht den, wir nehmen... den hier. Der könnte uns helfen. Ich komm zu dir, Partner. Juhu. Dich wollte ich haben. Mein junger Mann. Ach, guck mal, da kommt er schon geflogen. Ah, ich bin so froh, dass der da ist. Philipp, dass du mich hast. Nein. Hör auf, dich an mich ranzumachen. Du bist ein dickes Schaf. Eine hübsche Ziege. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, dass es eine Ziege ist. Danke. Mit nur Köder. Alter, Schafsfell ist auch sau cool. Kriegst einen Köder. Und ich finde nicht ein Otto. Das heißt, wir müssen da hinlaufen, oder was? Ah, hier ist eine Basis von uns. Warte. Es ist furchtbar. Wie ist das jetzt, wenn wir beide das gleiche Flugzeug haben? Ist ja auch mal cool zu wissen. Hier ist noch nicht mal ein Auto. Alles cool, mach das. Der fliegt hier noch immer rum, wie cool ist das denn? Oh, dass man das Ganze nochmal laufen muss jetzt, das verstehe ich halt nicht. Dass man hier null Autos findet. Gut, jetzt auf einmal werde ich auch keins finden, weil ich querbeet einlaufe, aber davor die ganze Zeit Straße, da kann... Kann man sich nicht dahin beamen? Nee, hierhin nicht, weil wir wahrscheinlich noch in der Mission sind. Meine Oma hat bärtigen Männern nicht vertraut. Ja, Luftangriff. Sie meinte, sie würden unter den Bärten etwas verstecken. Ich verstecke nichts unter meinem Bart, außer Essen. Lecker. Ein Truthahn. Schön. Truthähne sind das Beste dieser Welt. Kann man essen, ausstopfen, alles. Ah, Mann, nee. 30.000 Jahre später. Und ich laufe noch immer. Hallo, Truthahn. Du hast was im Hintern. Und ein paar Federn hast du mir gegeben. Okay, jetzt probieren wir nochmal den ganzen Spaß. Oh, wir müssten hinlaufen. Was gibt's denn? Also, in aller Liebe, aber... Warum? Ja gut, man ist dort gestorben, deswegen wurden wir dorthin gespawnt. Okay, alles gut, aber irgendwie nicht so pralle. So, steig ein Mädel. Sonst fliege ich ohne dich. Nehme ich jetzt schon keine Lust mehr. Ziehen wir es dort.
Okay, wir müssen zwei Helikopter runterholen. So, das sollte aber auch gehen, tatsächlich. Okay. Okay. Okay, wir nähern uns tatsächlich sogar flott. Noch wenn wir nichts treffen, natürlich. Oh ja, wir nähern uns sehr schnell. Gerade dem einen hier. Den werde ich jetzt auch ordentlich abeiern. Ah, wir nähern uns beiden. Ja, ja. Wenn ich die sehe, schieße ich. Oh Gott. Ist ja furchtbar. Abdrehen? Vielleicht den anderen treffen? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Okay. Oh, hier hinten ist noch was. Kann ich gerade mitnehmen. Peng! Nochmal ein Silo. Oh Gott. Oh Gott. Ah, jetzt haben wir den ersten. Oh nein. Oh. Beide. Okay. Ja, dann holen wir uns die Elite-Truppen, oder? Yeah. Das war knapp. Wir fliegen gemeinsam. Kurz drosseln. Okay. Und Gas. Okay, das ist echt nicht einfach. Ich muss ein bisschen höher. Der wird mich jetzt wahrscheinlich ein, zwei Mal treffen. Oder auch nicht. Ich würde mal sagen, tschüss, Gen. Ah, sexy. Kommt dann noch was? Zucker. Nein. Was für eine Aktion. Du bist echte Konkurrenz für Nick. Mein Ego wird schneller Luft verlieren als ein Football der Patriots. Was? Patriots? Football? Krass. Danke fürs Lob. Der Kamina wurde freigeschaltet. Das ist sausexy. Was ist denn da hinten? Aha. Das ist eine Kösch. Ich guck gerade noch nach den Silos, wenn wir gerade in der Luft sind. Mich verjagt. Ist gerade unser Mate in uns reingeflogen. Alter. Oh. Dieses Spiel. Diese. Oh. Das Spiel bringt mich manchmal zu verzweifeln. Aber wir sind wenigstens in der Luft. Wow. Cool. Ja, ja. Na, guck mal. Tschüss. Schon wieder. Okay, ich habe das Gefühl, wir können nicht zusammenfliegen. Ich habe das Gefühl, dass das nur in einem Tohuwabohu endet. Aber in so einem richtigen. Alter. Fliegt der einfach in mich rein. Seht ihr da was? Was ist das denn? Okay, ich würde hier gerne landen. Okay. Okay. Ich fliege einmal nur kurz die Strecke hoch und runter. Und dann landen wir da. Leben, Tod, Denken, ja, ja. Hat man ja bei dir gesehen. Das hat wunderbar ineinander funktioniert. Du überleben, Tod und wie du das Leben und den Tod und das Denken. Oh ja, da vorne ist was. Zusammengebracht hast. Peng. Geh doch in die Luft, Mann. Danke.
Das ist... Oh, da ist eine Basis von denen. Okay, also die scheinen überall über die ganze Karte verteilt zu sein. Diese Dinger. Warte mal, ich muss hier ein bisschen höher fliegen. Aaron Jones ist wieder dabei. Hey. Aaron. Oh, da hinten eins verpeilt. Oder was heißt denn verpeilt? Wahrscheinlich andere Flugroute gehabt. Die haben immer weniger von den Dingern, würde ich sagen. Ich glaube, die haben gleich ein ernstes Problem. Das ist keins. Oh ja, John Cena ausgerufen. Ich weiß, wir haben es noch lange nicht geschafft, aber all deine Taten schenken dem Widerstand Hoffnung und Antrieb. Ich komme mit dem Zählen kaum noch mit, so viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John Seed ausschalten und Hudson retten. Keine Sorge. Ah, da hinten ist noch eins. Ich hoffe, die kidnappen uns nicht gleich. Und ich hoffe, es gibt keinen Unfall. Peng! Die haben sie gleich alle. Das ist gut. Hey, diese Silos sind ein bisschen sehr auffällig. Wenn man so mit dem Flugzeug fliegt. Oh oh. Ich würde mal sagen, wir bekommen gleich Besuch, oder? Ich flieg mal so hoch ich kann. Oh, vielleicht sieht man, oder vielleicht doch nicht. Weil irgendwann sieht man nichts mehr. Aber ich brauche eine kleine Übersicht. Ich muss diese Türme finden. Da unten ist nichts. Mann, das war knapp. Ich hab kaum erwartet, dass die Kämpfe vorbei sind. Aha. Mann, das war knapp. Wie vorhin war das knapp. Mhm. Okay. Nur noch drei. Da ist keiner. Ich flieg mal hoch. Tschüss. Also wir ärgern den gerade massiv, kann es sein. Und ich habe gerade sogar Spaß dran. Ein bisschen fliegen will man ja können. Und ist auch so meine Lieblingssache. Fliegen ist immer cool. Und ich flieg noch mal ein bisschen höher. Da ist nichts. Sehen wir da was? Nee. Da fliegt nur unser Buddy. Ist da hinten was vielleicht? War das knapp. Das war knapp unter meinem Popo. Wenn nicht, dann fliegen wir vielleicht mal zu diesem Yes. Können wir das auch zerstören? Okay. Also ich sehe tatsächlich nichts. Unsere Kollegin ist auch nicht mehr dabei. Das ist nur noch unser Kollege. Ja, dann fliegen wir da mal hin, oder? Es gibt viel zu viel zu entdecken. Könnte ich jetzt eine Bombe runterlegen zu ihm? Ja, ich habe nur die Sorge, dass ich das jetzt nicht so ganz schaffe. Manchmal frage ich mich, wie viel dieser Kämpfe ich noch ertragen kann. Das zeigt einem, dass wir nicht unser ganzes Leben so leben sollten. Kann man das kaputt machen? Nö. Doch! Okay. Das wird echt niemand vermissen. Okay. Wir haben die Aufgabe. Ja, das machen wir doch. Wir sind ja eh gerade mit dem Flugzeug dran. Mit was, wenn ich mit dem Flugzeug? Oh. Ich hoffe, ich habe nicht gefeuert. Doch, ich habe gefeuert. Das Ding wird irgendwo hochgehen. Ich habe es noch nicht zu tun hier gehört. Okay. Dann drehen wir jetzt. Okay, ich hoffe. Habe ich noch was kaputt gemacht? Nee. Kann man hier irgendwo landen mit dem Ding? Nix wo ungut. Oh ja. Bruchlandung! Wünsch mir Glück! Oh oh. Oh oh. Au.
Das Ding lebt noch. Du siehst mitgenommen aus. Die kommt aus dem Nix. Du siehst mitgenommen aus. Du fliegst wie ein Adler, Nick. Ja, ja, du mich auch. So kriegen wir das nicht kaputt. Ah, sieht cool aus. Jetzt heißt's Eier zeigen. Wie groß das eigentlich ist. Oh, da vorne ist was. Was ist das denn? Ah! Der Herr Gesangsverein ist hier. Moment. Auf was können wir verzichten? Auf den Bogen? Ja. Ne, der Bogen liegt jetzt hier noch. Okay. Peng! Es geht immer mehr kaputt. Wir machen alles kaputt hier von dem. Mensch, die haben sich so lange sowas aufgebaut hier. Oh, ich hab noch einen Schuss. Na komm, dann ballern wir doch. So. Wir haben noch zwei. Ich hoffe, das reicht für das Ding. Aha. Boah. Der Treffer war gut. Jetzt nehme ich meinen Kollegen hier und wähle die Sprengpfeile. Mal schauen, wie gut die sind. Oh ja, die sind gar nicht mal schlecht. Ist alles weg? Nein. Glaubst du nicht? Okay. Tschüss. Das wird schon ziemlich aufregend, so viel ah, sehr schön. Dieses verfluchte Schild war echt widerlich. Jetzt geht's mir besser. Das ist echt schwer. Oh, wir sind knapp an dieser Landebahn, wo ich eigentlich hin wollte, gelandet. Wenn dieser kleine Aufstand zu Ende ist, wirst du das Stück für Stück wieder aufbauen. Du wirst arbeiten, bis deine Finger bis auf die Knochen abgewetzt sind. Und wenn du fertig bist, werde ich dich darunter begraben. Oh. 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 John, lass der Sache nicht spielen. Dafür werde ich sorgen. Oh. Ich habe ein gutes Gefühl. Du hattest deinen Spaß. Aber alle Sünder müssen ernsthaft? Reichen. Oh mein Gott. Hui. Wir sehen uns bald. Entschuldigung, dass ich schon wieder so lachen muss, aber dieses Spiel ist so durch. Alter, wie kann der über den Baum fliegen und dann auf einmal abstürzen, wie sonst nichts? Der ist wahrscheinlich auf den Baum gefahren. Alter. Entschuldigung. Ich kann es nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr ertragen gerade. Das ärgert mich gerade so heavy. Ja, ja. Beauty, du hattest deinen Spaß. Aber alle Sünder müssen beichten. Das ist der Wille des Vaters. Meine Männer suchen nach dir. Wir sehen uns bald. Dann sucht mal schon weiter. Haben wir vielleicht hier so ein Ding übersehen? Hier ist ein bewaffneter Konvoi, Armstrong House, Laboratorium. Da waren wir noch nicht. Da könnten wir gleich nochmal hin. Und weil es so schön ist. John ist wild entschlossen, dich in seine dreckigen Finger zu kriegen, Deputy. Beim letzten Mal hast du es gerade noch geschafft. Aber unterschätzt diesen Mistkerl bloß nicht. Dutch out. Okay. Ich habe das Gefühl, die suchen uns schon wieder. Ein zweites Mal. Ah, ah. Nein, 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 nein. Das fühlt sich gar nicht gut an. Aber ich will diesen Konvoi. Zumindest den will ich. Oh oh. Okay. Ich hab den Konvoi nicht erledigt. Doch, ich hab ihn erledigt. Wir werden uns... Danke. Guter Schuss. Oh. Jetzt kommt das natürlich. Das Skript muss erfüllt werden.
Aha, ich merk's. Ah, fuck, Alter. Nimm das! Nehmt die Blitzgeschosse! Drauflegen! Stoppt! Okay. Sehen uns in der nächsten Folge.